So, die Ark selbst. Sieht auch lustig Oh. aus. Hübsches Bild. Das ist doch nur ein einziges Bild. Wow. Ja, dafür aber umso szenischer gehalten. Der Zeichenstil hat sich um einiges verbessert. Ja. Und Spitz Kopfhörer sind schlecht gelaunt. Das wollte ich jetzt nicht laut sagen, aber ja. Alright then. Nimm ich hier Flak mit? Die was? Soll ich die Flak mitnehmen? Einfach nur für den Fall, dass Flieger mitkommen? Flak? Ja, es kommen Flieger, glaube ich. Ja. Ja. Kann eben nur fliegende Viecher angreifen, aber macht unglaublich viel Schaden an denen. Ja, dann nimm das mit. Ja, packt Gegenstück zu ACP. Ja. Das passt, das passt, das passt, jo. Ich überlege gerade, ob ich mir. Ich überlege, ob ich jetzt mir eine andere Verstärkung nehme, anstatt dieses Waffenwechselschaden. Oh, ist das das, was ich denke? Nein. Schön aus. Ja, es ist es! Oh. Okay. Yeah. Mach dann bleib ich so, wie ich jetzt bin. Was soll's? Hat einen Tod entdeckt. Guck mal. Der Rolfinator ist gerade besetzt. Was? Wie heißt der? Rolfinator. Ich bin nur eher erstaunt, dass man da wirklich rein kann. Nein, es ist meins. Rolfinator. Ist das schaut auch gut aus. Hier nicht die Basis aus Sanctum 1, die die Garn damals hatten? Diesen komischen Dräneflügeln. Keine die sagt Ahnung. Mir da nichts. Schade. Es ist möglich, aber ich habe Sanctum 1 mal gesehen als Let's Play, so ein, zwei Teile vielleicht. Beziehungsweise ich habe mal die Map gesehen als Gameplay, nicht als Let's Play nur. Ich schau mir jetzt erstmal die Map komplett an. Meins. Weil hier sehr viele Türen sind, die sich doch alle öffnen lassen müssen irgendwie. Ja, bestimmt. Ah, oh, ich hab ein Radio gefunden. Ich muss sagen, ich find die Map hübsch, das muss ich sagen. Ja, die ist echt cool. Ehrlich? Was? Na, Alpha Wars. Oh. Ja, die Frage ist es natürlich, wer geht in Rolfinator? Oder nutzen wir den überhaupt? Wahlweise würde ich ihn wenigstens gerne mal ansehen, weil das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Jo, machst du nur. Und eine andere Sache, nämlich. Ja. Ja, da geht's runter. Och, ich wollte gerade sagen. Die aufgemalt. Die ist nicht aufgemalt. Kann man drüber hüpfen. Seltsame Kante, ja, ja. Ich bin damit ziemlich sicher, dass die Tür aufgeht. Jo. Hui. Also hier ist das Alter nicht. Okay. Nicht? Schade. Ah, ich sehe ihn, glaube ich. Warte. Bist du? Ja, nee, aber da ist wohl irgendwas anders. Was ist das? Roter Punkt. Ja, vielleicht ist das der Schalter. Warum schwebt das? Da gibt es mehrere von hier auf einmal. Das ist bestimmt irgend so ein Schleuderding. Kann ich dich dahin schicken? Negative. Oh. Negative. Aber mir sind viele Türen, keine so aufgemalt. Ja, aber die da oben sieht einfach so aus, als wäre die unbedingt. Ich schau mir diesen Turm mal an, wie der wirklich funktioniert. Oh! Das schaut aus wie ein Pokémon oder so. Was genau? Rote Ding da. Mal irgendwie hinkommen. Ich bin erstaunt, dass man mit links und rechts wegschießt. Echt? Schießt man anders? Ja. Gerade. Ich finde eher cool, dass ich von hier aus in diesen Gebäudekomplex reingucken kann. Und reinballern, wenn ich will.
Na, ich probier's. Nö, ich geh nicht. Hey, have you heard? Hoppala. Hm. Ja, nächsten Recht war dasselbe. Ich will jetzt wissen, was das ist. Menno. Ich will wissen, ob es hier irgendwo ein Geheimnis gibt, weil bei so vielen Türen muss irgendeiner aufgehen. Ja, denke ich auch, aber wo? Schon ist jetzt um uns auch noch Knopf. Wie jedes Mal, wenn wir eine Map anfangen. Jo. Right, focus this time. Bin zwar irgendwo, aber hier ist kein Schalter. Bist zwar irgendwo. Ja, ich bin unter der Map. Ach so. Ja, ja, da war ich auch schon. Stell dir vor, du wärst nirgendwo, das wäre doch viel besser für alle. Ja, geil. Ah, ich hab's gefunden. Das rote Vieh, das ist hier nochmal. Wo? Hier auf den Rohren. Hier auf den Rohren, ja. Guckst du, wo ich bin? Gib ja, ich mir seh, sonst eine Map auf dem Spiel. Ich will dahin. Oh. Come on, don't go down now. Gut. Wir können bestimmt irgendwas. Du was? Er fühlt nicht, eh geht nicht. Ja. Toll. War was? Nein, alles gut, Schatz. Du kannst mich mal, du wirst so sterben, jedes einzelne Mal. Bin dabei. Wollen wir überspringen? Hab ich mal versucht, geht nicht, nein. Allein hier kann man reingucken. Hier sind, das ist eine komplette. Aber hier kann man nicht rein, wahrscheinlich. Aber es ist hübsch. Oh, hier unten. Und irgendwo was. Are you alright over there? Dammit, da bin ich abgerutscht. Wir verschwenden jetzt die Folgenzeit hier drauf. Ja, wer das nicht will, der soll die Folge skippen. Nee. Was? Dazu müsste Simon schneiden. Nö, das ist kein Thema. Nur werden wir wahrscheinlich keine 20 Minuten mit Blöd Live voll kriegen. Nicht? Nee. Kennst du das doch. Das ist ganz überraschend klein. Naja. So klein so. Hier unten an dem Radio läuft richtige Kampfmusik. Richtig cool. Mag ich richtig die Musik. Da ist noch ein Radio. Ja, hier unten ist noch eine Tür. Die geht aber auch nicht auf. Oh. Hier unten mache ich tatsächlich noch nicht, glaube ich. Ja, das habe ich gerade durch meine Kletterei entdeckt. Cool. Hör dich mal das Radio an, das finde ich richtig. Ich mag die Musik. Ist wieder nur ein kurzer Loop, aber ich mag die Musik. Stell dir vor, du liegst hier rum, ganz idyllisch, mit dieser richtigen Kampfmusik, schaust dir den Kerl von unten an. Ja, schön. Und wer ist denn freitot? So jo, geht. Yep. Aber was ich meine, ist, dass man hier reinkommt. Hier muss man irgendwie reinkommen. Oh, wo bin ich jetzt? Oben auf dem Dach, oder? Jo. Oh, ich bin drin. Bist du? Ja, zumindest in der Kuppel, weil die No-Clip ist. Hm? Kuppel ist No-Clip.
Ich meine, dass man da reinkommt, weil schau mal, du kannst hier in das Fenster reingucken, das ist durchsichtig. Ja. Läufst du gerade woanders hin, aber okay. Ne, ich weiß, ich sehe ja schon auf der Map. Ich habe auch gesehen, dass die Kuppel durchleuchtend ist. Ich überlege nur gerade, wie wir unsere Tümmel hier aufstellen können. Gar nicht. Gar nicht. Klingt gut. Klingt yes. Langweilig. Ja, die Damage-Zone irgendwo. Ne? Ich tippe mal auf relativ mittig. Da vom Kern kann man eigentlich schön eine Damage-Zone aufbauen. Gar. Wir können sogar theoretisch die beiden Seitenwege nutzen, den Hauptweg einfach versperren. Ja. Wir können sogar eine vier Wege Dingspunkt machen. Ja, naja. Was wir machen könnten? Wäre auf jeden Fall den Turm zu testen. Jo. Ja, doch, ich wäre, glaube ich, dafür, dass wir den oberen Durchgang nehmen. Also den hier und die anderen beiden zumachen. Warum? Weil der hier am längsten ist. Kai. Keine Ahnung. Wir könnten theoretisch, wenn wir genug Türme hätten, sogar zwei Damage-Zonen machen. Da sieht man einfach richtig gut. Ja, aber warte mal, ich glaube, das geht sogar schön auf. Weil die Damage-Zone jetzt. Hier hin. Ja, dann haben wir ein Vier-Wege-Ding. Cool. Jo. Perfekt. Vielleicht die mal hier hin. Moment, wo müssen wir Damage noch jetzt hinpacken? Da? Ja, das sind die Ecken. Nach unten. Hätt's jetzt eher hier hingepackt. Weil. Ja, dann ist es kein Vier-Wege. Ich will Vier-Wege. Ja. Oder vier Seiten Damage-Zone. So. Ja, gut. Und vor allem ist es direkt vorm Ding. Ja, deswegen Hoffnung. Ja. Dann Hoffnung wären wir noch näher am Kern dran, aber. Naja. Gut, für Wege ist besser als Kern. Da haben wir ja die ganzen Simos. Stimmt, ja. Ich bin auch der Meinung, dass man mit dem Teil hier vielleicht irgendein Secret freischaltet, aber das ist wahrscheinlich auch nicht. Hm, stimmt, vielleicht musst du damit irgendwo drauf schießen. Bin ich gerade dabei. Auf die Scheibe. Ja, auf die Scheibe habe ich schon geschossen hier. Oder vielleicht auf die auf diese roten Manschkler? Da kann ich von hier aus keinen sehen. Schade. Ich könnte dir alle 7 Einheiten dumm und dämlich schießen, wenn du willst, aber. Nimm dir das überhaupt Schaden? Nö. Ah. Aber ich könnte da hinten auf die Plattform feuern, das könnte ich schon, ja, da. Oh, das kommt gar nicht so weit. Wenn es irgendwo eine Wand, die im Weg steht. Mhm. Markus? Mhm. Boom. Bewegt aber nicht. Ich weiß, aber ich treffe dich wenigstens genau. Alles blau. Kobi, du hast noch Punkte. Ich weiß. Wir bekriegen uns hier bloß gerade, also. Man merkt's. Dodge the bullet. Shoot the bullet viel eher. Nein, das ist kacke. Hey, are you hurt? Oh, komm. Na ja, shoot the bullet klingt interessanter. Hui, ich bin auch keine Kugel. Ah, oh, der war geil. Wieso machen die keinen Rückstoß, die Teile? Weil sie gar nicht, dass sind. Man, ich wusste gar nicht, dass man diese Einheiten rumschleudern kann. Kann man, sollte man vielleicht nicht. Huch, ich hab einen runtergeschmissen. Ja. Ich hoffe, der kommt wieder. Komm da runter. Danke.
Wunder, das ist doch cool. Ja gut, aber dann haben wir jetzt weniger Verteidigung, deswegen. Naja, was soll's. Okay, ich glaube, der vierte kommt nicht mehr. Nö, nicht mehr in der Runde. Nope, da gehe ich hin für die Runde. Er ist da. Gut, aber wechseln wir im Rundentakt. Markus. Mit den. Good to go. Warte mal, schießt du nach links und rechts? Ja, der steht da nicht so rechts hoch. Okay. Are you a wizard? Yes. There we go. Max, vielleicht sollst du die größeren anschließen und nicht den kleinen Kram hier. Ja, das ist das, was mir gerade vor die Füße läuft. Den kleinen Kram, der hier versucht sich umzubringen vielleicht, ja. Ich schütze dich! Keine Sorge! Die macht gut Schaden, das Teil. Ja. Oh, Fliegeviecher. Gucken, ob ich die aufbringe. Ja, gerade um die sollte man sich mit dem Teil kümmern. Ah, ich glaube, ich verstehe jetzt den Sinn hinter dem Ding. Er hat eigentlich hier schon wieder aufgemacht. Das Ding hat nur 20 Schuss pro Runde. Echt? Ja. Achso, ich dachte, es fällt nach, okay. Hör dir die Musik an, die Musik ist episch. Okay. Coole Rundmusik gehört. Am Kern sind einige Mistviecher. Nicht mehr. Bald. Haben wir gleich wieder. Viele. Ich baller an alle rein, keine Sorge. Rechten Schaden vor dem Wind. Eben. Da sind wir drüber. Ich hab mich von der Plattform gepustet. Und nebenbei. Phoenix funktioniert effektiv nicht mehr bei mir. Okay. Oh, hi. Krieg Raden, verdammt. So. Da unten ist noch ein Mini-Ding. Toll. Huch, hier fliegen Sachen durch die Gegend. So, zwei sind da, wo ist Nummer 3? Yes. Musik finde ich wirklich episch an dem Level. Ja, mich mal lauter stellen. Soll das so ein richtig episches Endlevel sein? Das soll ein episches End-DLC sein. Meine ich, oh. Ja. Unser vierter Kamerad kommt doch wieder, den ich runtergeschossen habe. Arsch. Ja. Ich würde am liebsten wirklich nicht mehr kommentieren, ich würde am liebsten nur noch diese Musik zuhören. Ja, ich weiß, dass es doof ist, aber, ne? Ich bin mal ganz kurz am Klo. Natürlich. Jetzt wenigstens dein Geld voll ausgeben können. Dann höre ich sagen, der Musik zu. Ich komme aber nur von drei Seiten, nur von dem Loch hier mit den 20 Fliegeviechern und ja. Ja. Dann gehe ich ja wahrscheinlich. Das heißt, der Turret ist wirklich für die Fliegeviecher gedacht. Ineffizient. Nee, nicht ineffizient. Doch. Warum? Weil dann tun wir den nicht brauchen. Achso, ich hab gedacht, du meinst die Dings hier. Nö. Mit dem gehe ich auf die fliegenden Viecher, ne? Ja. Interessant ist nämlich, dass die fliegenden Viecher einen eigenen Spawnpunkt haben. Die kommen aus einer ganz eigenen Ecke, die kommen aus keinem festen Punkt, die fliegen einfach an. Hm, ja, eben auch so. Mhm.
wieder da. Eppe. Dankeschön. Das heißt, die 20 Schuss sind wirklich viel Flieger gedacht. Jo. Ja, dann werde ich mich dran halten. Die kommen nämlich gleich zu Anfang irgendwie, oder? Wird sie zeigen. Ansonsten stelle ich mich so lange einfach neben das Teil und feuer so lange ein bisschen daneben. Ich stehe hier recht gut. Ja. Du hingegen nicht. So ist besser. Ja, also ich wäre soweit. Gut. I'm ready. Looms incoming. Hier fehlt kein Vieh. Noch Sprinter sind kaputt. Dinger da. Also ich kümmere mich dann um die Blitzkills, ne? Ja. Wobei die macht Vorwerk, glaube ich. Nee, nee, ich mach die 20 Fliegeviecher, die da gleich kommen werden. Ja, das sind Wisker. Nee, nee. Nein, das sind nur drei Wiskers. Achso, okay. Wobei ich glaube, dass wir mit denen eben mehr Probleme haben werden als mit normalen Fliegern. Ja. Blitzkill, das sind glaube ich drei Stück oder so. Das ist kein Problem mehr. Na, ah, jetzt so. Ah. Ach, hier sind schon leer. Brauchst du da Hilfe beim Kern? Nee. Er hat's gerade attackiert. Der Kern selbst, der lebt ziemlich gesund. Naja. So, ich bin bald in die Fiskus. Der Kern selbst trägt wirklich kaum Schaden ab. Guck mich an. Rector ist so lustig, wenn man sich ständig anhat. Was ist das? Die Rector ist so lustig, wenn man sich ständig anhat. Und ich hab's intelligent stellt. Wie was genau? Rector. Achso, das ja. Hm, was hab ich dir eigentlich? Oh. Hi. Ach, okay. Rector ist. Genau.